So, ich bin jetzt hier am Wohnmobilhafen Seepark Zülpich. Der Wohnmobilhafen Seepark Zülpich liegt etwa 30 Kilometer westlich von Bonn und ungefähr 1 Kilometer südlich außerhalb der Stadt Zülpich. Und möchte euch den Platz mal ein bisschen vorstellen. Zülpich liegt ungefähr in der Mitte zwischen Eifel und Bonn. Hier kommt man an und dann fährt man hier rum. Einmal 180 Grad und kann dann reinfahren in den Wohnmobilpark. So stehe ich jetzt hier. Das ist ein Wiesenplatz, der hier so einen Rundfahrweg hat und sehr, sehr viel Platz hat. Keine festen Parzellen. Da ist es jetzt nicht nur hier von der Einfahrt bis hier sind die Plätze in der Mitte auch, sondern es geht da hinter der Hecke geht es noch weiter. Da gehen wir jetzt mal hin. Und zwar ist jetzt hinter der Hecke bis zum Zaun, da wo der große Liner steht, sind auch noch Plätze. Also sehr viel. Kostet 10 Euro. Inklusive Strom. In der Mitte auf dem grünen Oval steht ein sehr großer alter Ahorn und darunter zwei Bänke und einen Tisch, sodass man auch hier gut Picknick machen kann oder frühstücken kann darunter. Das ist auch überall diese Stromsäulen mit jeweils vier Anschlüssen, soweit ich das erkennen kann, wo man sich dann einklinken kann und Strom ziehen kann. Hier ist jetzt an der Einfahrt ist ein Plan von der Römerstadt Zülpich. Also Zülpich ist auch eine Römerstadt wie Xanten. Und da gibt es auch direkt hier den See. Stadtkern von Zülpich. Und hier ist dann Informationen über den Wohnmobilhafen. Hier steht, also die Gebühr ist etwas unübersichtlich oder undurchsichtig. Es kostet 10 Euro inklusive Strom pro Wohnmobil und Tag gilt bis 18 Uhr des Folgetages. Ah, okay. Also wenn man hier ankommt, kann man ein Ticket ziehen. Das ist hier an dem Automaten. Kann man entweder mit Münzen oder mit Karte bezahlen. Also wie gesagt 10 Euro für pro Tag. Und dann kann man bis zum nächsten Tag 18 Uhr hier stehen bleiben. Und gegenüber dem Wohnmobilhafen, dann an Straßenseite, ist die Ver- und Entsorgung. Da gibt es eine Station mit Bodeneinlass für Toilette mit Spülknopf, um ich denke mal, den Bodeneinlass zu spülen. Hier ist Trinkwasser und unten Spülwasser für die Toilettenkassette. Und hier muss man dann 1 Euro reinschmeißen. Ich denke mal, für so, ja, ich würde mal schätzen, 80 bis 100 Liter, wobei das nirgendwo dran steht. Was ich hier völlig vermisse, gibt es hier nirgendwo einen Bodeneinlass für Grauwasser. Hier kann man ja nicht drüber fahren, das ist ein bisschen knapp. Also Grauwasser kannst du ja wohl nicht ablassen. Es sei denn, man hat einen Schlauch und leitet das auch in die Klappe von der Toilette. Und nebenan vom Wohnmobilhafen, wenn man dann hier rauskommt, ist direkt daneben erstmal ein Wanderweg. Ich denke mal, der geht ein bisschen um den See und da geht es runter zu den Steganlagen vom See. Es gibt hier sogar ein Segel, ja, ich weiß nicht, ob das ein Club ist oder eine Vereinigung für Behinderte. Barrierefreies Segeln Köln. Der See selbst, ja, der ist doch schon ganz schön groß. Also jetzt für so kleinere Segelboote ist das gar nicht so verkehrt. Ich blende euch mal unten die genauen Maße ein, wenn ich die irgendwo finde.
Also was ich bislang noch nicht gefunden habe, ist einen direkten Zugang zum See für Nichtmitglieder der Vereine. Überall ist dieser Zaun. Hier muss ja auch schön alles abgesperrt sein, damit keiner irgendwelchen Unfug treibt mit den Booten. So, hier ist der Zaun zu Ende und geht bis ins Wasser. Und hier könnte man natürlich daneben bei den durch die Bäume durch, so aufpassen, überall Wurzeln, könnte man natürlich dann ins Wasser oder zum Wasser, wenn man das möchte. Ah, der Wind kommt. Ich glaube, es kündigt sich schlechteres Wetter an. Jetzt windet es ordentlich oben in den im Geäst der Bäume. Und hier ungefähr 100 Meter weiter, den Rad- und Fußweg entlang, ist dann nochmal eine Segel- und Windsurfschule. Wenn man diese Straße dann runterfährt, dann geht es zu einem Café Lago Beach, wo man, denke ich mal, auch ein bisschen was essen oder trinken kann auf jeden Fall. Also ein schöner Spruch. Eat, drink, relax. Lago Beach. Ja, soweit der Wohnmobilhafen Seepark Zülpich in der Voreifel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, fahrt mal hin. Ist sehr schön gelegen, auch an dem See. Man kann da auch schön spazieren gehen oder Fahrrad fahren, weil hier ist ja noch Voreifel und da sind noch keine hohen Berge. Ich sag dann für jetzt, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Thomas von Falter Vanlife. Tschüss.